Ich grüße dich. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Heute gibt es ein wunderbares Brot für zwei mit Leinsamen und wie du da jetzt selber schnellstmöglichst vorgehen kannst, das möchte ich dir gerne zeigen. Für dieses feinporige Brot benötigst du 125 Milliliter warme Milch. Dort gibst du 15 Gramm frische Hefe oder 5 Gramm Trockenhefe hinein. Nun löse die Hefe in deiner Milch auf. Und gebe 6 Gramm Zuckerrohr und 6 Gramm Salz hinzu. Zehn Milliliter Olivenöl oder ein anderes Öl deiner Wahl. Das hält das Brot schön saftig. Und selbstverständlich 200 Gramm Weizenmehl Typ 1050. Und zu guter Letzt 15 Gramm Leinsamen. Diesen kannst du auch weglassen, wenn du ihn nicht möchtest. Und dann verknetest du die Zutaten zu einem glatten, kompakten Teig. Ich wechsle nun die Schüssel und habe diese bereits mit ungefähr einem Esslöffel Olivenöl wieder gefüllt. Und damit kleide ich jetzt die Schüssel und den Teigling aus. Nun können wir ihn auch schon abdecken und lassen ihn für circa eine Stunde bei Zimmertemperatur stehen, sodass er sich auf jeden Fall verdoppelt hat. Du kannst nun sehen, wie wunderbar sich der Teig eben verdoppelt hat und kann nun weiter verarbeitet werden. Dafür bemehle ich meine Arbeitsfläche und gebe den Teigling darauf. Anschließend drücken wir uns den Teig flach, legen und falten ihn und bringen ihn entweder in eine längliche Form, wie du es bei mir siehst, oder du kannst auch eine kleine Kugel machen. Das ist letzten Endes voll und ganz dir überlassen. Sollte der Teig zu trocken sein, dann sprühe einfach ein bisschen mit einer Wasserflasche darauf und verbinde die offenen Enden miteinander. Wenn der Teigling jetzt so schön bearbeitet ist, gebe ihn auf ein Backpapier. Sprühe ihn nochmal kräftig mit Wasser ein und schneide den Teigling ganz wie du möchtest ein und lass ihn als nächstes 30 Minuten in die Stückgare gehen und in der Zwischenzeit heize deinen Backofen mit Backblech auf 200 Grad vor. Und wenn sich der Teigling jetzt halt so schön verdoppelt hat, gebe ihn auf das heiße Backblech und backe ihn anschließend für etwa 25 bis 30 Minuten aus. Und nach 25 Minuten ist das Brot wunderbar ausgebacken und duftet herrlich nach frischem Brot. Und nicht die Klopfprobe vergessen, ob das Brot nicht auch durch ist. Es muss sich dazu hohl anhören. Nun lass es auf dem Gitterrost auskühlen und dann können wir es endlich auch anschneiden. Das ist immer der spannendste Moment, wie ich finde. Das ist eine wunderbar feinporige Krume und würde sich mehrere Tage frisch halten, wenn man es nicht gleich verknuspert. Und nun kann ich euch nur wieder einen guten Appetit wünschen. Viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch gut gehen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis demnächst. Pfiat's euch.